Leute. Wir gehen jetzt zu meinen Hühnern. Das ist schon ganz schön spät, weil das ist jetzt mein erstes YouTube-Video. Ich freue mich echt, dass ich YouTube bekommen habe. So. Und ich würde mich echt sehr über ein paar Abonnenten freuen. Abonnenten, weil ich will unbedingt mal live gehen. Und da braucht man jetzt auch mit Abonnenten. Also. Und ich schaue jetzt, ob meine Hühner schon drin sind. Also hier ist noch eine. Seht ihr die? Genau. Wir gehen jetzt schon hier rein. Ich habe hier so einen Zaun selber gebaut. Wartet. Hier. Genau, da macht man hier auf. Dann kommt man rein und da steht schon das erste Hühnchen. Genau. Ich werde jetzt die schnell rein. Ja. Mein Stall. Also das ist der Stall. Gönnt euch. Das sind eh schon drei Hühner, das hocken schon auf der Stange. Und ich habe auch nur zwei Kaninchen. Ah, wie lieb. So geil. Komm. Der heißt Wuschel und der heißt Balu. Genau, der da. Ich werde jetzt, das sind die Legenester, also ich mache hier auf. Wir haben den ganzen Stall selber gebaut. Sind dann die Eier drin, sind jetzt keine drin. Heute waren schon vier drin, also ja. Fünf Hühner habe ich insgesamt. Eine heißt, ja, die Namen sind verrückt. Helga, Bertha, Adelheid. Ich weiß die anderen gar nicht mehr so genau, also... Ich habe die drinnen hingeschrieben, habe gar keinen Bock reinzugehen. Sind jetzt eigentlich alle drin? Oder wo ist die Henne schon wieder? Mann. Hat die sich verpisst? Hey Leute, wo ist die? Ah! Die hat sich schon reingegönnt. Ich weiß, es sind nur vier, weil eine... ist eine Bruthenne und die ist da leider eingesperrt, weil die dann anscheinend aufhört. Natürlich ist das jetzt nicht so schlimm, weil wir haben auf so einer Website geschaut, dass man das machen darf. Also so, dann mache ich die Tür zu. Seht ihr das? Das die Hähne, die Hühnerklappe. Zack. Dann kommt dieses Teil da rein. Wartet. So, hier rein. Und dann sind die angesperrt. Der muss rein, damit kein Fuchs oder irgendwas dahin greift und dann reinkommt. Ja, gibt's Sinn. Und hier haben wir ein Netz, damit der Habicht nicht meine Hühner mitnimmt. Oh. Und wir sind jetzt eigentlich auch schon drinnen. Natürlich brauchen sie immer Futter und Wasser. Klar, das habe ich aus Versehen dahingestellt. Seht ihr das? Leckeres Futter. Das hatte ich nämlich heute draußen. Genau, das nehme ich jetzt mit. Ich zeige euch die weiße auch noch gleich, die Bruthenne, die wir da drin eingesperrt haben. Warte, ich lege euch schnell hierher. Könnt ihr da bleiben? Bleibt! So, ich werde dann das Futter jetzt schnell reinstellen. So. Bitte nicht runterspringen. Genau. Und jetzt, das ist die andere, die ist gerade hier. Seht ihr die ganz leicht? Ja, ja, genau, da ist sie. Und wir müssen die immer wieder mit Handtüchern schön zu decken, weil die sonst braucht es dunkel, damit sie aufhört. So. Ich wollte eigentlich Küken haben, aber die brütet nicht mehr, weil die schon so lange einfach schon gebrütet hat. Und wir warten, bis vielleicht eine neue Brüte wird. Und ja, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und dann probieren wir es nochmal. Jetzt gehen wir wieder raus. Die gute alte Tür, schon lange nicht mehr gesehen. Und da hinten habe ich einen ganzen Sack voll Futter. Ja, genau. So. Und jetzt gehe ich wieder ins Haus.
ich verabschiede mich schnell von euch. Ciao, ciao. Und lasst ein Abo da und ja. Ciao.